Willkommen, liebe Leute, zu Let's Play Mario Party 2. Endlich ist es soweit, nachdem ich schon den bändenpressenden ersten Teil gezockt habe. Folgt jetzt natürlich das zweite und danach auch der dritte und die anderen. Aber jetzt beziehen wir uns auf den zweiten Part. Dieser ist von der Story, wie ihr gerade gemerkt habt, ähnlich aufgebaut wie der erste. Es geht um einen Superheld, der herausgefunden werden muss. Und der, ja, so ging es auch im letzten, im ersten Mario Part, ging es nur darum, Superheld zu finden. Hier in dem geht es eben darum, einen Superheld zu finden. Und dazu noch, den Namen von seinem Land zu haben. Wir probieren es aus, pressen Start und fangen an. Hello, greetings and welcome to Mario Land. Hallo und willkommen zu Mario Land. Also die Regeln. Lerne die Regeln von Mario Party 2. This is a good first stop. Ich weiß die Regeln aber schon. Okay, wir müssen die hören. So, let's do this. Okay. Woolland explains the game rules in detail. Also, das erklärt die Game Spielregeln im Detail. Also, jetzt höre richtig zu und verpasst nichts. Also, was jetzt klar ist. Also, gut Glück. Gut, viel Glück. Gut Glück.
Sehr schön. Geil übersetzt, ne? Definitiv. Welcome, one and all. This is Roland. Also, willkommen. Das ist Spielregelland. Das ist ein spezielles Land, das die Regeln von Mario Party 2 erklärt. Also, ich würde ganz gerne starten mit Erklärung der Regeln in der richtigen Reihenfolge. Als erstes muss man würfeln. Die Würfelzahlen sind gefallen. Als erstes kommt Mario, dann Luigi, dann Peach und dann Wario. Ne, Server Mario Party 1. Die höchste Würfelzahl zählt als erstes und so weiter. So kennen wir das. So, you see, turn or is based of the high. Also, ne, Anfang ist der die höchste Nummer hat, Standards, wie gesagt. So, jetzt fangen wir das Game an. Drücke den A-Button to hide the dice block. Also von Würfel A drücken und es kann es ein Feld gehen. Das kennen wir schon aus Mario Party 1. Und was wir noch aus Mario Party 1 kennen, dazu später mehr. So, lass mich erklären die verschiedenen Spares. Die verschiedenen Felder. Das ist ein blaues Feld. Man bekommt 3 Münzen auf diesem Feld. Jetzt ist Luigi dran. Der würfelt zufällig 2. Und er ist auf dem roten Feld. Er macht minus 3. In dem Fall, weil jetzt jeder 10 hatte zum Start, macht der minus 7. So, die hat jetzt ganz zufällig 3. Und landet auf dem Fragezeichenfeld. Das ist ein Fragezeichenfeld. Etwas wird passieren. Man weiß aber nicht genau was. Es wird immer irgendwas anderes sein. Auf jedem Board. Und Bayer tut jetzt zufällig 5 zählen. Und hier kann er entscheiden, wohin er geht. Oh, und das ist neu. Das Ausrufefeld. Wenn man hier landet. Ein Saints, ein 1000 Tausheit Minigame beginnt. Ah ja, dann beginnt quasi so ein Minigame. Wenn alle Spieler fertig mit deren aktuellen Runden sind, endet die mit einem Minigame die Runde. Auch dies kennen wir schon aus Mario Party 1. Das ist ein Bowser-Feld. Und wenn man hier landet, gibt es eben so ein Bowser-Event. Bowser hat einige Tricks und die sind, wie wir wissen, so nicht so tolle. Und hier haben wir noch ein neues Feld. Das ist das Item-Feld. Wenn man hier landet, beginnt auch ein Minigame. Und das coole neue Mario Party 2 ist eben, wenn jetzt Computerspieler auf so ein Feld landen, ne? Dann kann das übersprungen werden. Nicht wie Mario Party 1, dass man die ganzen Computerspieler die ganze Zeit zusehen muss oder so. Und das ist ein Battle-Feld. Wenn man auf dem Feld landet, beginnt ein Battle-Minigame. Was das ist, werden wir uns noch anschauen. So, jetzt ist Wario noch dran. Und hier talk about Lucky. Ah ja, das ist ein Hidden Block. Es gibt Hidden Blocks auf den blauen Feldern. Und wenn der Bonus ausgewählt wurde, bevor man das Game startet. Ah ja, also dieser Block kommt, wenn man vor dem Game auswählt, dass man einen Bonus haben müsste. Ja, da bekommt man eben mehr Münzen. Ist ganz schön, ist aber ein bisschen tricky. Hidden blocks contain coins or
Genau, also, ne, wenn man auf diesen Block haut, bekommt man Coins oder sogar einen Star. Ne, und man muss Sterne sammeln, das ist das Ziel. Und wenn man einen Stern bekommt, das ist schon sehr geil. Muss ich schon sagen. Also, let's see. So, jetzt werden die Minigames let's played. Also, das ist eine reine, Erklärrunde. So, diese vier Panels, Spieler, glaube ich, sind die Spieler, keine Ahnung. Die Farben können tauschen zwischen Rot oder Blau. Kommt drauf an, wo man landet. Wenn du auf ein Grünfeld landest, die Farbe wird sofort geändert in Rot oder eben Blau. Also, wenn sobald dies gemacht ist... ich kann auch sein, dass die so ausfallen wie jetzt hier. Dass zum Beispiel alle blau sind. Dann tut ein 4-Player-Minigame beginnen. Also jeder versus jeden. Oh, sorry. Und wenn das jetzt eben 2 rote und 2 blaue gibt, dann ist es halt Team Rot versus Team Blue. Ich denke mal, das sollte verständlich sein. Ja, genau, das seht ihr nochmal, dann spielt eben das blaue gegen das rote Team. Genau. Und dann ist eben noch ein 2-Player-Minigame, das ist jetzt... Oder hier eben 1-Player-Minigame, das ist richtig mies. Das ist der eine blaue gegen die 3 roten. Ich möchte nicht der blaue sein. Oder eben ein roter gegen 3 blaue. Das geht natürlich auch, macht da Sinn. Also, sobald das festgelegt ist, wird das aktuelle Minigame gewählt. Ja, das Minigame wird ganz random rausgepickt durch Zufallfunktion. In dem Fall gibt's Lights Out, heißt das hier. Viel Glück, Collection. Many Coins in the Minigame, everyone. Also, wenn man Glück hat, bekommt man sehr viel Münzen nieder. Da. So, jetzt werden die verschiedenen Bauten an den Adventure, an diesen Spielbrettern erklärt. Ah ja, da haben wir zum einen mal die Koopa Bank. Wenn man an die Bank kommt, muss man den 5 Münzen geben. Dann haben wir die Item Shop. Da kann man die gesammelten Münzen kaufen. Naja, was hier offensichtlich auf dem Spielbrett ist, war Mario Party 1 extra, wenn ihr euch erinnert. Wenn man einmal so ein Item hat, ob man nicht genügend Geld hat oder man nicht genügend Geld hat, muss man nichts kaufen. Kann man nichts kaufen, besser gesagt. Ja, ist ja klar. So, und jetzt zeigen sie noch ein paar Charaktere, die man da mieten kann. Man finden kann. Also, ein auf jeden Adventure-Board. Es ist tot. Tot und der vergibt die Sterne. So kennen wir es, so lieben wir es aus Mario Party 1. Ne, und wenn man 20 Münzen hat, bekommt man einen Stern. Auch dies kennen wir schon. Und das ist Boo. Und der stellt Coins, also der stellt Münzen oder Sterne von einem anderen Partner und der gibt die dann dir, wenn du auf dem Feld landest. Andernfalls, wenn andere Spieler auf dem Feld landet,
kann er dir die Münzen klauen oder so. Man muss ihm aber ein paar Münzen auch geben für den Service. Aber da bekommt man, denke ich mal, mehr wieder, sonst wird das keinen Sinn machen. Und da haben wir Baby Poser, der ist neu. Also der macht ein bisschen Ärger, glaube ich. Yep. Der nimmt 5 Münzen von einem weg. Und zwar immer, wenn man auf sein Feld kommt, nimmt bei einem 5 Münzen weg. Und das braucht man nicht. Und noch eine Sache. Es gibt ein Item, das verwandelt den Mini-Bowser, den Baby-Bowser in normalen Bowser. Und wenn Bowser, wenn du auf Bowser triffst, mein Gott, nimmt einen alle Münzen weg, dass das heiße. Na, also auf dem Bowser-Feld dürfen wir nie sein. Sonst können wir angepisst sein, ruhig. So, das waren die Regeln, wie man spielen kann. Ne? Wenn die Anzahl an Minuten, ne, an Runden vorbei, sorry, dann verbindet das Game, dann endet das Game. Es gibt 3 Bonusse und es gibt jetzt eine Erklärung für jeden. Der erste ist der Mini Game Star. Der Spieler, der am meisten Münzen in den Minigames gesammelt hat, bekommt einen Bonus. Als nächstes kommt der Coinstar. Wer die meisten Münzen auf dem Spielfeld gesammelt hat, bekommt diesen Bonus. Und dann gibt es noch den Happening Star. Und den bekommt derjenige, der am schnellsten die Runde gemacht hat, glaube ich. Ja, und der nächste Spieler, der am meisten Sterne hat, gewinnt das Game. Das kann man schon. Und dieser bekommt dann eben, oder wird Superstar, besser gesagt. Superheld. Wie man es will, wollen, wie das Ziel ist. So, damit ist die Erklärung fertig. Wir müssen die Augen offen halten und Good Luck, sagt der Toad noch. So. Ja, und dann kann man hier eben wählen, hier mal die, kann man die Erklärung nochmal machen. Das wird für uns eher interessant sein. Hier haben wir das Minigame Land. Hier haben wir das Western Land. Hier haben wir das Pirate Land. Hier haben wir das Space Land. Hier das Mystery Land. Hier das Holland. Ich glaube, das sind einfach die verschiedenen Spielbretter, die wir alle durchmachen werden. Hier gibt es Einstellungen. Und hier ist das Minigame Land. Das werden wir als letztes machen. Im nächsten Part werden wir dementsprechend mit dem Anker anfangen. Für diesen Part soll es aber jetzt gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt und ihr seid beim nächsten Part wieder dabei. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!